Die letzten Tage und auch Woche war jetzt sehr anstrengend, sehr feucht und auch etwas kalt, aber dennoch, dieses Fraßbild kennen vielleicht einige von euch und momentan bin ich sehr damit beschäftigt, meine Jungpflanzen vor den kleinen braunen Schneckchen zu beschützen. Momentan bin ich 2 Stunden am Tag damit beschäftigt, Schnecken abzusammeln und meine Jungpflanzen auch vor den Schnecken zu beschützen. Das habe ich jetzt schon die letzte Woche, habe ich ja, keine Ahnung, wie viele Schnecken ich da schon abgesammelt habe. Insgesamt 7 oder 8 so Schraubgläser voll mit den Schnecken, weil ich jetzt hier keine Hühner oder Enten habe. Bei meinen Eltern ist wieder ein anderes Thema, gebe ich denen die Enten von meinem Freund, der hat ganz viele, die freuen sich da richtig, dass sie Schnecken bekommen. Die suchen jetzt zum Beispiel auch, wenn ihr Enten bei euch habt, die würden bei euch die ganzen Beete absuchen nach den Schneckeneiern. Schnecken, die fressen die wie wild, die lieben die sozusagen. Aber wenn man keine Schnecken hat, dann muss man denen auch was anderes anbieten, zum Beispiel auch den Salat. Da klappern sie dann auch mal ab und zu mal dran. Deswegen ist immer so eine Schnecke immer so eine, die Ente so eine Sache, wenn man die im Garten hat, hilft sehr, um das Schneckenproblem loszuwerden. Aber wenn man nichts mehr hat, dann geht es wohl oder übel darauf zurück, dass man dann auch seinen eigenen Salat da den Entchen mitgeben müsste. Und die brauchen auch eine entsprechende Wasserstelle bzw. einen Teich oder was ähnliches, damit die platschen können. Sollte man auch mit berücksichtigen. Aber sonst habe ich jetzt ein sehr starkes Schneckenproblem. Allgemein auch immer bei uns vor dem Gewächshaus setze ich jedes Mal Salat. Der wird auch immer recht gut angefressen. Da sammle ich auch schon, bin ich mit einer Stirnlampe unterwegs und laufe den ganzen Garten ab nach den Schnecken, weil ich dann immer wieder beim Salat richtig große Schnecken auch mit absammle. Und auch im Folientunnel unter dem Laub, ja, verkriechen die sich auch, überwintern dort die Schneckeneier. Und da habe ich jetzt auch schon die letzte Woche sehr viele abgesammelt. Da kommen jetzt immer weniger neue Schnecken, was halt doch recht trocken ist. Und ich weiß halt da, wo die Schnecken sind, weil ich halt diese Kübel eingegraben habe in die Erde. Neben den Tomaten, da verkriechen sie sich halt, weil die Erde dort feucht ist. Und am Tag, wenn dann die Sonne scheint, ist es halt ein Tunnel warm. Manchmal sind sie halt unterm Laub im Mulch drinnen. Da sammle ich sie auch ab. Also ich weiß ungefähr, wo sie genau sind, wo ich dann absammeln kann. Das ist halt recht wichtig, solche Stellen zu haben und auch zu wissen, ja, was die Schnecke überhaupt für eine Aufgabe im Garten hat, weil die frisst halt einfach organisches bzw. totes Material ab. Deshalb mehr oder weniger sorgt sie dafür für ein Gleichgewicht, dass sie halt solches Material frisst und auch schwächliche Pflanzen oder abgestorbene, welke Pflanzen einfach mit auffrisst und in den Kreislauf mit einführt, und das sollte man halt auch dementsprechend berücksichtigen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel herausgefunden, wenn ich mit frischem Grasschnitt mulche, dann sind die halt zum Beispiel in der Abendstunden sind die halt mehr an dem Grasschnitt dran und fressen dann eher den Grasschnitt anstatt die Jungpflanzen. Und dann kann ich die da zum Beispiel sehr gut absammeln im Vergleich zum Laub. Im Laub, das ist schon vertrocknet, das ist schon alt, das ist dann mehr was für die Regenwürmer. Da habe ich die jetzt weniger fressen gesehen, die wollen dann doch lieber frisches Grün, wie zum Beispiel die Jungpflanzen. Und dann verstecken die sich halt mehr unter dem Laub. Aber beim Grasschnitt, wenn ich den jetzt frisch bekomme, kann ich da sehr gut absammeln. Da sind sie zuhauf in der Früh oder am Abend und dann kann man die dann gut absammeln. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist zum Beispiel Bretter ablegen, also einfach ein Holzbrett, dann kann man unten zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, ist unten feucht, kann man das dann gut absammeln. Was ich auch mache, ist, wenn ich zum Beispiel Salat esse, Gurkenschale, Rhabarberblätter oder sowas, einfach einen riesen Haufen in den Garten irgendwo in eine Ecke werfen, mehrere Haufen gleich machen, einfach anstatt sie separat zum Kompost zu werfen, einfach den ein paar Essensreste aus der Küche überall im Garten verteilen, da weiß man, wo dann die Schnecken sind, so einen kleinen Haufen machen und da unten sind die dann auch, während es dann auch noch Sonne scheint, verstecken die sich da, dann kann man das nochmal gut absammeln. Weitere Maßnahmen, die ich jetzt momentan mache, ist, meine Pflanzen auch mit Glas oder auch mit Plastiktüten irgendwie zu beschützen, damit sie mir nicht komplett weggefressen werden, weil jetzt momentan ist es wirklich
richtig brutal feucht. Also es regnet bei uns jetzt schon die ganze Zeit, es werden immer mehr Schnecken und muss ich ja dann aufpassen. Bei mir im Schrebergarten ist halt das mit dem Gleichgewicht so eine Sache. Da habe ich schon zwei Weinbergschnecken und Tigerschnäkel gesehen. Bei mir im Schrebergarten. Auch hier habe ich schon Tigerschnäkel gesehen und auch Weinbergschnecken. Dauert halt nur ein bisschen das Gleichgewicht wieder herzustellen, weil die Population von den braunen Nacktschnecken um einiges höher ist als bei den anderen Tigerschnecken. Aber bei den Weidenbergschnecken, da dauert es halt ein bisschen. Und andere Nützlinge, die haben sich bei mir noch eher weniger angesiedelt, die kommen auch langsam. Und bis dahin, über die Jahre hinweg, ein, zwei Jahre so, versuche ich es halt so zu lösen, dass ich halt den Schnecken Ablenkung gebe mit den Pflanzenresten, mit dem Grünschnitt, auch meine eigenen jungen Pflanzen, wie gesagt, jetzt mit den Tüten und auch mit den Gläsern, wenn ich das richtig mache, zu schützen. Wenn ich es nicht richtig mache, dann krabbeln die da nach unten durch. Ist halt nicht alles, erschwert denen halt das einfach nur, damit sie da hinkommen. Und natürlich auch Ablenkpflanzen pflanze ich sehr gerne. Zum Beispiel neben meinen Kiwis und unter meinen Bäumen und auch bei den Jungpflanzen oder im Tunnel habe ich jetzt mehrere Borage reingesetzt. Borage-Jungpflanzen oder Tagetes. Also Tagetes lieben sie wie wild. Da gehen sie auch sehr oft hin. Da weiß ich auch ganz genau, dass ich am Abend dann sehr viel meine Tagetes-Pflanzen absammeln darf. Mache ich auch. Und das sind halt dann solche Ablenkpflanzen, wo dann die Schnecken ja, hingehen, einfach um die Zeit zu nutzen, damit die Pflanzen kräftiger werden. Und wenn eure Pflanzen kräftig sind, starke Wurzeln haben, dann meiden die Schnecken das für gewöhnlich. Also wie gesagt, die gehen nur auf schwache und welke Pflanzen. Und oder sie haben halt auch nichts zum Fressen. Also wenn die nichts zu fressen haben, dann gehen sie auch an gesunde Pflanzen. Also bei mir im Schrebergarten, da gehen sie auch an Brennnessel hin. Und ja, die Brennnessel wuchert da überall wie wild. Deswegen, wenn sie nichts findet, dann nimmt sie halt einfach, was sie nehmen kann. Aber wenn sie, ja, schwache Pflanzen in der Nähe, dann geht sie halt dahin. Und wenn eure Pflanzen stark genug sind und ihr sowas wie Grasschnitt hinwerft oder eure Küchenreste, dann sollte es kein Problem sein, dann meiden sie halt eure Pflanzen. Deswegen begieße ich auch sehr vieles mit effektiven Mikroorganismen und meinen Pflanzen so wenig Stress wie möglich zu ermöglichen und dass sie halt schnell anwachsen können. Zu guter Letzt hilft noch der Tipp, ja, einfach Geduld haben, beharrlich sein und ja, sich die Zeit und Muße auch nehmen, um die abzusammeln. Wie gesagt, ich bin am Tag jetzt momentan 3 Stunden unterwegs, auch in der Nacht, immer Schnecken absammeln. Und wenn man halt seine Jungpflanzen beschützen möchte und auch etwas vom Obst und Gemüse haben möchte, ja gut, dann bleibt halt nichts anderes übrig, als mal mit einer Taschenlampe bewaffnet den Garten abzusuchen und Schnecken so lange absammeln, bis ich ein Gleichgewicht in dem Zusammenhang herstelle. Aber da sieht man auch, wer möchte unbedingt sein eigenes Obst und Gemüse anbauen, wer möchte sich unbedingt selbst versorgen und den Weg der zurück in die Natur zu gehen, der wird dann wohl oder vielleicht auch dadurch müssen. Das ist also eine Art Belastungstest, wer das unbedingt machen möchte und wer das haben möchte und wer nicht. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Ich gehe jetzt weiter ein bisschen im Garten machen. Das frisst dann doch einiges Zeit weg und gibt auch andere Sachen als nicht nur Schnecken absammeln. In diesem Sinne hoffe ich auch, dass es mal ein bisschen wärmer wird. Ich wünsche euch viel Spaß bei euch im Garten. Viel Erfolg bei euch mit den Jungpflanzen, auch dass sie nicht so viele angefressen werden von Schnecken oder dass bei euch das Schneckenproblem nicht ganz so groß ist. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.